Sogar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir unsere Mutter Aisha radiallahu anha lieben. Kama ja'a fil hadith anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sagte zu wem? Zu seiner Tochter Fatima radiallahu anha. Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Alasti tuhibbina ma uhib? Liebst du nicht, was ich liebe? Sagte Fatima radiallahu anha: Bala, ja Rasulullah, doch, ja Rasulullah. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihr: Fa'ahibbi hadihi, dann lieb diese. Damit gemeint Aisha radiallahu anha. Wa hada amr, das ist Pflicht, hada amr min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nummer 7, lam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikran ghayraha. Die einzige Frau, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Jungfrau geheiratet hat, ist unsere Mutter Aisha radiallahu anha. Und sie war immer stolz drauf. Und sie hat auch recht. Sie war immer stolz. Fa'anha radiallahu anha qalat. Qultu ya Rasulallah. Sagte zu ihm: Ya Rasulallah, ara'ayta idha nazalta wadiyan fihi shajaratun qad ukila minha? وجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع يا رسول الله بعيرك فيقول صلى الله عليه وسلم إلى التي لم يؤكل منها زكت إيم زغيت مت إيم نوا مت أمثال جلاشنس زكت إيم يا رسول الله was ist wenn du in einen Fluss runterkommst wo ein Baum ist und von diesem Baum wurde von jemand gegessen und du hast einen Baum gefunden die von jemand gegessen wurde. Von wem wirst du essen? Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila allati lam yu'kal minha. Von dem Baum, wo die gar niemand gegessen hat. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni, annahu lam yatazawwaj bikran ghayraha. Die einzige Frau, die jung war, ist unsere Mutter Aisha radiallahu anha. Und das Hadith رواه البخاري. Nummer 8. شهادة النبي لها بعلو مكانتها. Sogar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat bestätigt, dass sie bei ihm richtig wertvoll ist. Dass sie auch, also ein, für ihn ist auch ein Ehre. An Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير فيل also viele Männer sind also vollkommen waren die also viele Männer ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران aber nur wenige Frauen die richtig vollkommen waren von denen sind مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون und auch andere Hadithen, Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Khadija bint Khuwailid. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Wa fadlu Aisha 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'ir at-ta'am." Hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Und fadlu an-nisa' aw fadlu Aisha 'ala an-nisa' ka fadli ath-tharid 'ala at-ta'am." Also genau wie du sagst, also das At-Tarij ist eine Art von Essen und dieses Essen ist immer sehr schön, subhanallah. Das heißt, genau wie du sagst, es ist wie ein Nachtisch, ja, was schön ist, ja, was schön ist, ja. Sallallahu alaihi wasallam. Nummer 9, annaha ummul mu'minin. Die ist unsere Mutter, ob jemand will oder nicht. Die ist unsere Mutter, radiyallahu anha. Und wir sind stolz, dass sie unsere Mutter ist, radiallahu anha. Fahada sharaf, das ist ein Ehre für uns. Das ist ein Ehre für uns. Warum? Weil Allah für Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgewählt hat als Frau. Qala ta'ala, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Der Prophet stellt den Gläubigen näher als sie sich selbst. Und seine Gattinnen sind ihre Mütter. Allahu Akbar. Das heißt, alle Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind unsere Mütter. Wir sind richtig stolz drauf, dass die alle Frauen von ihm unsere Mütter sind. Radiallahu anhun. Nummer 10.
annaha min ahli al-Jannah. Und wir haben viele Beweise auch genannt, dass sie, seine Frau, auch im Paradies ist. Radiyallahu anha. Nummer 11. Annaha imra'atun mubarakatun ala al-Muslimin. Allahu Akbar. Das ist ein Baraka für Muslime. Wa-hada hat auch das bezeugt. Wer hat das bezeugt sogar? Usaid ibn Khudayr. Radiyallahu anhu. Und Usaid ibn Khudayr, das ist der Sahabe, wenn er Koran rezitiert hat, die Engel sogar kommen die runter, damit sie seine Stimme hören. Radiyallahu anhu. Sagte, فَقَدْ كَانَ مِنْ بَرَكَتِهَا نُزُولُ آيَةِ التَّيَمُّمُ. Also durch unsere Mutter, radiyallahu anha Aisha, wir haben diese Vers oder diese Ayah von التَّيَمُّم. Warum? Weil sie eine Kette von ihrer Schwester genommen hat und sie hat irgendwo verloren. Und die Sahabe da haben ohne Wudu gebetet. Das war noch nicht Tayammum. Danach, nach dieser Geschichte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat die Versen von Tayammum bekommen. Sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu an ummina عائشة رضي الله عنها وهذا حديث أخرجه كذلك البخاري ومسلم